Die Oberligaspiele der Neckarsulmer Sportunion werden Ihnen präsentiert von Academy Fahrschule SGH in Heilbronn. Dritter Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg. Die Neckarsulmer Sportunion empfing den Balinger SC. Die Gäste vom Kaiserstuhl sicherlich ein Anwärter auf die Top 5 in der Oberliga Baden-Württemberg. Ja, und die Sportunion wollte nach diesem unglücklichen 3:3 in der Vorwoche in Göppingen nun den zweiten Heimdreier einfahren, wusste aber um die Schwere der Aufgabe gegen Balingen. Ja, und wir steigen gleich ein. In der dritten Spielminute Sportunion kam super in die Begegnung, gewann viele Zweikämpfe, so wie hier. Maxi Geber zieht da einfach mal ab. Gute Aktion von unserer Nummer 13. Nicht ganz richtig getroffen, die Kugel, aber wie gesagt, sehr guter Beginn der Sportunion. Da konnte Marcel Busch, der Trainer der NSU, durchaus zufrieden sein. Aber so nach einer Viertelstunde, da waren die aggressiven Gäste aus Balingen, die so etwas die Oberhand gewannen. Dann hier in der 25. Minute Einwurf, das sieht es schon so aus, als wäre geklärt. Dann kommt die Kugel irgendwie zu Serhat Ilhan, abgefälscht und das Ding ist drin. Unglücklicher Gegentreffer nach einer Standardsituation für die Sportunion. Ball kommt zu Serhat Ilhan. Und der zieht dann einfach mal ab und wie gesagt, unglücklich abgefälscht, sonst wäre Marcel Sousa wahrscheinlich drangekommen. Den Gästen war es wurscht, 1:0, inzwischen muss man fast sagen, verdient. Nur 2 Minuten später, Freistoß für die Gäste und der wird ausgeführt von Felix Hiegel. Ball kommt nach innen und da kommt von hinten der Maximilian Faller völlig blank und da hat er wahrscheinlich schon schwerere Tore gemacht. Doppelschlag für die Roten, Doppelschlag für den Balinger SC. Noch einmal klasse getreten und dann hat ihn niemand auf der Rechnung, den Maximilian Faller. Und er macht das 2:0 per Flugkopfball völlig blank. Zweiter Gegentreffer nach einer Standardsituation. Und jetzt war es natürlich eine schwere Aufgabe. Hier toller Pass dann von Steven Neupert auf Spätim Islamay und verunglückte Flanke aufs Tordach. Ja, ein bisschen bezeichnend, die zweite Hälfte der ersten Halbzeit sozusagen. Die gehörte den Roten, die gehörte den Balingern. Und wir sind gleich zurück mit Halbzeit 2. Lass es krachen mit dem eigenen Führerschein. Bei der Academy Fahrschule SGH geht der Spaß schon in der ersten Fahrstunde los. Kommt zu uns. Egal welche Führerscheinklasse, bei uns kannst du alle Führerscheine machen. Als zertifizierte Fahrschule versprechen wir dir, hier machst du keine Fahrstunde zu viel. Uns gibt's mehrmals in und um Heilbronn. Das größte Fahrschulteam in der Region steht dir zur Verfügung. Check den Simulator. Ganz sicher und ganz ohne Stress. Das können nur wenige Fahrschulen bieten. Ein Haus für alle Klassen. Dreimal täglich Theorie an mehreren Standorten in und um Heilbronn. Academy Fahrschule SGH. Wir machen dich mobil. Zurück im Pichterich-Stadion. Ja, Marcel Busch hat in der Kabine deutliche Worte gefunden und seine Mannen, sie schienen ihn verstanden zu haben, denn die aktivere Mannschaft mit den besseren Torszenen, das war zunächst die Neckarsulmer Sportunion. Hier Freistoß von Serhat Aivas. Ball kommt nach innen, da ist es Alex Albert zunächst per Kopf und dann kann Walter Adam, der Abwehrchef, der Balinger klären. Weiter geht's, nur 3 Minuten später. Einwurf für die Neckarsulmer Sportunion und den führt aus David Godowatz. Ball kommt wieder zu Alex Albert, der zieht Wolle ab. Gute Aktion von unserer Nummer 11, aber leider übers Tor.
Und weiter geht's mit der Sportunion. Das 2:1 lag eher in der Luft wie das 0:3 in dieser Phase, muss man sagen. Jesse Weipert, erstes Pflichtspiel für die NSU mit dem Einwurf, dann schön weitergeleitet, wieder Alex Albert, bringt da aber nicht genug Druck hinter die Kugel und es bleibt beim 0:2. Die 63. Minute, da passierte Folgendes, Ballverlust im Mittelfeld der NSU, Ball kommt zu Felix Hiegel, der zieht ab und trifft die Kugel perfekt und drin das Ding 3:0 und damit war der Drops im Peterich-Stadion gelutscht. Klasse Aktion von Felix Hiegel, kommt hier an den Ball, zieht dann ab, der Sohn vom letztjährigen Trainer Alfons Hiegel und er macht den Deckel drauf. 3:0, platzierter Schuss ins Eck und die Partie, sie war entschieden. Und weiter geht's, die Sportunion zunächst, aber dann wieder so ein Ballverlust im Mittelfeld und dann ist es Luca Köbele, der da völlig blank auf der rechten Seite ist, klar, die NSU hatte die Abwehr gelockert, dann kommt Tobias Klein, der Kapitän und im Hintergrund Yannick Heringer, der Mann, der aussieht, als sei er der Bruder von Bushido. Er macht das 4:0 in der 83. Minute. Übrigens echt ein cooler Spieler, finde ich echt klasse. Und hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht, muss man zugeben. Echt ein guter Akteur und macht hier das 4:0. Und die Sportunion konnte einem so doch ein bisschen leid tun, denn es kam noch schlimmer hier. 2 Minuten vor dem Abpfiff, das geht natürlich alles sehr, sehr leicht. Hier wieder Heringer auf Köbele und er läuft und läuft und dann was für ein Füßchen ins lange Eck. Ja, muss man auch als Neckarsulmer zugeben, auch wenn es weh tut, das sind schon schöne Tore. 5:0 ist, einmal 5:0 ist besser wie 5x1:0. Ja, bedienen wir uns Fußballweisheiten, um diese Niederlage besser zu verkraften. Hat schon wehgetan, zugegeben. Aber zum Glück ist am Mittwoch schon wieder die Gelegenheit, es besser zu machen. Marcel Busch und seine Mannen verlieren gegen den Balinger SC mit 0:5. Und jetzt heißt Kopf hoch, Männer. Geht weiter, Mittwoch gegen Groß Asbach. Da wird es wieder klappen. Und wir sehen uns dann wieder. Ciao. Ja, ich denke mal sicher, ich habe einen starken Gegner getroffen, aber 0:5 ist, denke ich, doch sehr bitter. Ja, das Ergebnis ist natürlich dann auch vom Optischen her dann, wie du sagst, sehr bitter. Aber alles, was ich jetzt sage, würde ich genauso sagen, wenn wir das Spiel in Anführungszeichen nur 0:2 oder nur 0:3 verloren hätten. Es war ein beeindruckend starker Gegner. Also ich habe das gerade auch schon um Dennis Bührer gesagt, vom Gegner. Ich kenne ja den Balinger SC jetzt auch schon 2 Jahre vorher und das war schon immer eine gute Mannschaft, aber was diese Mannschaft heute hier gezeigt hat, hat mich zutiefst beeindruckt. Und das ist natürlich auch das, was wir dann gerne für uns mitnehmen, eine Vehemenz gegen den Ball zu arbeiten. Ich sag mal, die Balinger sind aufgetreten wie ein Rudel hungriger, bissiger Wölfe. Da war vielleicht noch eine Situation, ein Blauer gegen einen Roten und 2 Sekunden später war das nicht mehr ein Blauer gegen einen Roter, sondern da war es ein Blauer gegen 3 Rote. Und das war permanent das ganze Spiel, ja, dass wir immer wieder umzingelt waren und von Balinger Spielern mit einer Vehemenz, mit einer Intensität, die beeindruckend ist, wo einfach viel dahinter steckt, viel Laufarbeit, viel Mentalität, aber auch ein Plan. Also das war alles geordnet, ja, und das hat mich nachhaltig beeindruckt. Und darüber rede ich jetzt heute als Sportler auch gerne. Also ich werde jetzt nicht auf unsere Mannschaft draufhauen. Wir wissen unsere Mannschaft zu schätzen. Wir haben mit Sicherheit heute gewisse Dinge vermissen lassen, die dann die Balinger Stärken auch so haben eindrucksvoll zum Ausdruck bringen lassen. Aber ich werde jetzt nicht die Keule schwingen, naja, von uns war das alles zu wenig und so weiter. Ja. Natürlich war es defizitär in vielerlei Hinsicht, aber ich möchte einfach auch mal den Gegner würdigen, ja, was der heute hier abgeliefert hat. Beeindruckend. Ja, Herr Bührer, der Gegner hat gerade heute besonders Ihre Arbeit gegen den Ball gelobt. Wie haben Sie es gesehen heute, das Spiel? Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Das ist schon so, dass wir das auch forcieren, dass wir im Zentrum auch in die Zweikämpfe kommen und da auch die Gegner anlaufen und das hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt. Und wenn dann die Basics stimmen mit dieser Zweikampf-
Härte, mit dieser Disziplin, dann kommt noch zusätzlich unsere spielerische Elemente dazu. Im Endeffekt 5:0 ist ein relativ klarer Sieg. Haben Sie das Spiel auch so klar gesehen? Ich habe schon gesagt, in der ersten Halbzeit war es für mich ein Spiel, wo es auf beide Seiten hätte kippen können. Und dann haben wir im Laufe der ersten Halbzeit, so Mitte der ersten Halbzeit, haben wir dann auch das Spiel für uns mehr Spielanteile bekommen und waren da mehr am Drücker und haben dann auch verdient, dann, wie ich meine, das 1-0 und das 2-0 gemacht vor der Halbzeit. Und von dem her ist immer, muss man sich erst immer mal erarbeiten, die ganze Geschichte hier. Und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann man auch spielerisch glänzen, wie wir das gemacht haben in der zweiten Halbzeit. War das von vornherein das Konzept, dass man durch gute, konsequente Zweikampfführung ins Spiel findet und dann auch spielerisch später Akzente setzen kann? Ja,